Hallo, ich sag erstmal herzlich willkommen zu Dental Quickie Zahnwissen kurz und schmerzlos. Und heute mit der spannenden Frage, nämlich was kannst du tun, wenn dir jetzt akut ein Zahn abgebrochen ist oder er sogar komplett aus dem Kiefer rausluxiert wurde. Und hier gibt es genau drei Sachen, die du ganz, ganz wichtig verinnerlichen solltest und die du machen kannst. Drei Verhaltensanweisungen. Erstens, Ruhe bewahren. Ja, ist das Zahnfragment noch da? Wenn ja, such es jetzt, heb es auf und auf keinen Fall, wenn es verschmutzt ist, abreiben oder säubern. Ganz, ganz, ganz wichtig. Zweitens, jetzt musst du eine ganz klare Abstufung machen, was kannst du tun? Die beste Möglichkeit ist, dass du dir eine Zahnrettungsbox besorgst. Die bekommst du in irgendeiner Apotheke in der Nähe. Also greif zum Telefon, ruf eine Apotheke an, schau, ob die offen hat und guck, ob du irgendwo eine Zahnrettungsbox herbekommst. Wenn du das nicht hast, schau, ob es irgendwo Haarmilch gibt. Haarmilch ist das zweitbeste Medium, um den Zahn so lange wie möglich vital zu erhalten. Er kriegt dann Nährstoffe und die Zellen bleiben vital und das ist das Allerwichtigste, wenn man diesen Zahn irgendwie nochmal reponieren oder wieder festkleben möchte. Und das Drittwichtigste oder das Drittbeste, was du machen kannst, ist den Zahn unter deine Zunge zu legen und im Speichel aufzubewahren. Da hält er auch eine gewisse Zeit. Und dann heißt es schnell sein, keine Zeit verlieren. Das Dritte, was du tun musst, ist sofort zum Hörer zu greifen, den zahnärztlichen Notdienst anzurufen oder die Zahnklinik und dorthin zu fahren. Denn jede Sekunde zählt hier. Wenn es Wochenende oder abends ist, Notdienst, wenn es tagsüber ist und nicht am Wochenende, zu deinem Hauszahnarzt ganz schnell hin und der wird versuchen, den Zahn zu reponieren oder zu schienen und das Fragment wieder anzukleben. Ich hoffe, dir hilft dieses Video und wenn du in einer Notsituation bist, viel Glück, liebe Grüße, berichte doch mal, was aus dem Zahn geworden ist. Bis dann.